ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Suzuka hat einen ganz besonderen Reiz. Die japanische Strecke, die einzige in Form einer 8, besteht aus 18 Kurven, 10 rechts und 8 links, die Gesamtlänge 5,79 Kilometer. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit ist verhältnismäßig hoch. Bei trockener Fahrbahn liegt sie bei 218 km/h. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Wir sollten über Williams reden. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Der junge Superstar Max Verstappen startet und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Gasly, Valtteri Bottas und Magnus, Perez, Leclerc, Ricciardo und Devin Butler, Weber, Sainz Jr., Richter und Stroll, Grosjean, Norris, Nico Hülkenberg und Alexander Albon. Räikkönen, er hat eine Gridstrafe erhalten und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. We're still in with the chance of winning the title. We need you to push as hard as you can in the 5 remaining races. Meint ihr das gerade ernst? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Ja, nach dem Qualifying brauchen wir gar nicht über den Fahrertitel nachzudenken. Und das liegt, das einfach nur wirklich an dieser Strecke, dass mir diese Strecke einfach schlichtweg nicht liegt. Naja, we will see. Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis rausholen und ich würde sagen, gehen wir mal rein ins 17. Rennen diese Saison. Upsi, ein bisschen früher angefahren. So, warten. Naja, schauen wir mal. Wie das Ergebnis hier ausgeht. Also ich habe gerade so ein bisschen Panik, dass es ja tatsächlich eine absolute Klatsche gibt erneut. Aber wie gesagt, wir müssen miterleben, wenn es halt so ist. Hoffentlich irgendwie heute nochmal doch ein gutes Rennen oder sowas. Zeit auf Medium, okay. Sainz riskiert tatsächlich auf Medium zu fahren. Und dann schauen wir mal, was vielleicht nächste Woche in Mexiko drin ist. Ja, super. Jetzt habe ich mich natürlich wieder. Jetzt muss ich mit Zeit tatsächlich. Naja, egal. Passt schon. Wir müssen uns tatsächlich jetzt vorne hinstellen. Das bin ich, das ist der Computer quasi. Gott sei Dank ist die Strecke relativ klein. Eieiei, was ist das? Es geht ja schon gut los. Das geht ja schon gut los hier. So, schauen wir mal, weil hier wirklich ein gutes Ergebnis rauszuholen. Vielleicht dort ein paar Punkte mitnehmen. Aber das wird nicht einfach werden.
Wird schön durchgereicht. Gerade hier mal kurz die beiden Haas vorbeilassen und dann. Oh, Alter. Was? Ich habe eine Kollision verursacht. Das geht schon wieder so gut los hier. Genau, wir werden einfach mal kurz vor der Strecke geschoben. Danke für das. Im Zweifel wird man halt so vor der Strecke geschoben, bis man halt letzter jetzt ist. Danke für nichts. Aber irgendwie passt das gar nicht, das Setup gerade, ne? Wir sind letzter momentan, ne? Von 13 gestartet, dann am Ende tatsächlich noch auf letzten Platz. Aber das muss doch nichts heißen. Aber Japan ist allgemein nicht so meine Schritte. Also zumindest wieder ein bisschen dran jetzt am Feld. 13 Runden stehen uns an heute ins Haus. Also Punkte, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr zu reden heute. Das zweite Rennen am Sieg, im vorherigen Rennen. Das war so böse verkackt momentan. Wir sind aber schön von der Strecke geschoben worden. Muss man sagen, bei diesem schlechten Start kann ich nichts. So, versuchen wir wieder ein bisschen rein zu fighten in dieses Rennen. Muss jetzt wieder ein bisschen rankommen. Mein Teamkollege da mal vorbeigehen, dass wir zumindest da die Nummer 1 sind. Also kommen auch nicht vorbei momentan gerade, ne? Boah, Alter! Da hat er schön weggebremst noch, kurz vorher schon zu früh gebremst, dass ich das diesen Weg gehen musste. Oh mein Gott, ey. Ich hasse das. Da setzt man sich davor und bremst mich weg, ey. Jetzt bin ich wieder Letzter. Man merkt einfach, dass man einfach komplett dahinter, wenn man dahinter hängt, dass man wirklich diese keinen Abtrieb mehr hat. Es ist auch wirklich nicht mein Rennen momentan. Der Freitag fühlte sich noch relativ machbar an, aber das Ding heute, gestern und vor allen Dingen jetzt auch noch hier im Rennen. Ja, das zieht er mir schön vor die Linie, dass ich den nicht angreifen kann.
Ich werde jetzt übelst aufgehalten gerade. So, Angriff. Der fährt jetzt die Schikane, zumindest da an dem Auto vorbei. Zumindest an meinem Teamkollegen vorbei. Obwohl der jetzt wahrscheinlich schon mit der RS kontern wird. Ich will so Katastrophenrennen, ey. Hülkenberg spielt auch die Variante mit Medium. Ich komme auch nicht so wirklich sauber weg von meinem Teamkollegen. Jetzt geht's aber ein bisschen. Boah, nächste Woche ist Mexiko dran. Es fühlt sich nicht gut an. Es gefällt mir überhaupt nicht. Aber Japan ist auch nicht meine Strecke, muss ich sagen. Ich mag die Strecke nicht so mehr. Früher eine meiner Lieblingsstrecken, aber mittlerweile auch nicht mehr. Wobei jetzt gerade da Hülkenberg und Grosjean miteinander fighten sind. Vielleicht komme ich da jetzt ein bisschen ran. Und davor Rekords 12. Rempler, aber vielleicht kriege ich es hin. Sorry, da bin ich ein bisschen weggerutscht. Das war tatsächlich keine Absicht, dazwischen zu hauen. Und jetzt gehe ich mich vorbei, zumindest mal an Nico Hülkenberg und bin mittlerweile mal wieder auf 18. Also wirklich weiter nach vorne geht es halt nicht. Das Auto passt einfach nicht auf diese Strecke. Punkt. Wir sind einfach nicht gut genug, um irgendwas mit Punkten drin zu haben. Jetzt geht es zumindest in Richtung Grosjean Raikön. Und davor Lance Stroll, also die beiden Haas und ein Alpha sind hier echt am Kämpfen. Jetzt wird natürlich gleich der Angriff von Nico Hülkenberg wahrscheinlich wieder kommen. Der wird wahrscheinlich jetzt auf Platz 18 vorbeifahren. Ja, das war keine Überraschung. Oh, danke fürs Wegrammen, ey. Ich muss dich wegrammen im Zweifel dafür. Ja, super, jetzt komme ich nicht vorbei. Ich kämpfe hier momentan Platz 18 und 19, also. Das wird ein herber Rückschlag werden. War mir fast klar, dass der mir dann tatsächlich da nochmal innen vorbei schlüpft. Da bin ich ein bisschen viel zu weit rausgekommen.
Boah, hör doch mal auf zu schieben, ey. Im Zweifel schiebt man den Fahrer von der Strecke komplett runter. Boah, ich bin schon vorbei und dann das, ey. Weißt du? So, einer hat verloren. Und das bist du. Das war bisher einfach nichts. Ich fahre hier momentan Platz 18 rum. Ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen an den beiden Haars wieder ranzuhüpfen. Geil. Und das Geilste ist, wenn er dann einfach random irgendwo wegfliegt, wegrutscht. Ey, das Auto passt sowas von nicht. Oh, halt doch die Schnauze, ey. Setup ist absolut nicht das Richtige. Nicht auf dieser Strecke. Nicht für das Auto. Passt nicht. Es fühlte sich am Freitag so gut an und dann sowas hin. Oder ich bin einfach wirklich gut genug. Einfach, eben, einfach nicht meine Strecke. Aber Rückschläge gibt es. Immer mal wieder. Versuche ich gerade ein bisschen wieder ans 12 mal ranzukommen, zumindest in einen Haas noch zu. Mir noch eine beiden Haas zu holen. So, Angriff auf Position 17 gerade mal. Sogar Sektor 2 violett, also gerade. Aber es ist einfach kein Sektor 1. So, dann der Angriff jetzt. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, go now. Ah, ja, geil. Ja. Gut, Cochon habe ich doch vorbeigelassen. Na, ich wollte es eigentlich nutzen, wenn er jetzt ein bisschen rauskommt, dass ich da jetzt immer vorbeigehe, aber das hat nicht gepasst. 5 Runden haben wir noch. Froh, wenn wir das 16. 17. werden, ey. Ich hatte gehofft, ein paar Punkte mitnehmen zu können. Jetzt können wir absolut schminken. Das Auto fühlt sich so unnormal schlecht auf dieser Strecke. Ah, das war total... Passt nicht. Was ist denn in der Box? Sind 2 Autos in der Box. Einmal Stroll und Russell. An den beiden sind wir jetzt mal wieder vorbei. Gut, Hülkenberg muss auch noch mal rein, das ist klar.
Der wird seinem Wechsel noch auf Medium-Mine, sind wir wieder 17 da. Also mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Mit ein bisschen Glück wenn wir, kriegen wir den zweiten Haas noch. Auf fette Gemisch gehen. Zumindest geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Weil es wahrscheinlich nicht weit für das weiter vorne reichen würde. Wird. Ich hoffe, dass ich Grosjean jetzt kassiert zumindest. Reicht aber nicht, um sich in Position zu bringen. Dafür sind die SS schlichtweg nicht gemacht, um da zwei Autos ineinander durchzubringen. Gerade wieder so ein bisschen wir waren nur die hatte schon in der ersten Runde. Aber zumindest bin ich vorbei an dem Haas und damit bin ich 17. Beziehungsweise wenn Hülkenberg in die Box geht, 16. Und das hätte ich nicht gedacht nach dem Anfang, nach dem guten Training eigentlich durchaus. Und jetzt von der Platzierung her. 6, 5 und 3 waren eigentlich gute Ergebnisse. Aber dann kam der Nackenschlag definitiv in der Qualifikation. So, jetzt ist Hülkenberg noch in der Box. Und damit rutschen wir zumindest auf Platz 16 vor. Aber mehr auch nicht. Wenn überhaupt. Weil der Grosjean dahinter uns, der greift gleich an. Dass ich mich jetzt gerade mal so ein bisschen positionieren, dass er nicht dazwischen gehen kann. Ich muss mich jetzt übrigens verteidigen gegen den Haas. Der ist nämlich direkt dran an uns. Ich habe das Gefühl, dass er gleich auf der schönen, auf der langen Geraden. Ha, jetzt komme ich ein bisschen weg, Gott sei Dank. Aber er kommt direkt wieder ran. Ein bisschen besser aus der Hanal rausgekommen, aber direkt wieder dran an uns. Jetzt passt es nicht auf dem asiatischen Boden. Es hat in Singapur nicht gepasst. Es passt einfach schlichtweg hier nicht. Muss man so sehen. Oh, das ist ein Auto ausgeschieden, oder was? Chiado. Oh, der hat sich da weggedreht, oder beziehungsweise hat er fährt nämlich. Er fährt weiter, hat sich schlichtweg einfach wahrscheinlich im Zweikampf gedreht. Für uns ist es gar nicht mal so schlecht, beide Haas und beide Renault zu packen. Das wäre eigentlich ganz mal so. Aber, ja.
So, vorletzte Runde. Eine Runde haben wir danach noch. Und hier kommen wir immer mal wieder besser weg. Immer wieder besser weg. Ja, für Renault aber auch ein schlechtes Ergebnis mit 17 und momentan auf 20. Hülkenberg. An Ray können wir aber gar nicht mehr drankommen. Es fehlen noch zwei Plätze, um zumindest was unseren Startplatz wieder zu haben. Also wir haben zwei Plätze verloren. So, letzte Runde. Und dann ist das Ding hier eigentlich Gott sei Dank durch. Und man muss es so sehen. Das Thema jetzt gleich durch hier. Er war schlichtweg einfach komplettes Wochenende. Das komplette Wochenende nicht konkurrenzfähig. Das Training hat ein bisschen Mut gemacht. Die Qualifikation eher nicht. Verstappen gewinnt das Ding hier mit der. Und Hamilton ist auch noch die schnellste Rennrunde. Aber wir werden nur 15. am Ende. Schlagen aber immerhin beide Haas und beide Renault und sozusagen unseren Teamkollegen. Hoffentlich wird das nächste Woche in Mexiko wieder um einiges besser als das, was wir heute einfach oder was wir dieses Wochenende abgeliefert haben. Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es kein Ferrari. Heimsieg für Honda. Platz 1 und Platz 3. Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist es Kimi Räikkönen. Er ist jemand, der einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, trotz seiner sehr guten Leistung auf der Strecke. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ich hatte leise Hoffnung auf Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Diese nach diesem Wochenende definitiv vorbei. Na gut, müssen wir mal gucken, was wir dann im nächsten Rennen, das wird dann in Mexiko stattfinden. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Katastrophe. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten?
Naja. Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen? So. Klar. Heute gab es so einige Zusammenstöße, nicht wahr? Ja. Muss ich einfach. Danke für den Kommentar. Okay. Das ist hart. Aber. Naja. Solche Rennen würde es auch mal wieder geben. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Aber nicht. Nee, brauchen wir nicht. Gut, das war Japan. Wir sehen uns wieder nächste Woche in Mexiko. Bis dahin und tschüss.